Zubereitung ihrer erntefrischen Zwiebeln treibt ihnen ganz hier Freudentränen in die Augen. Oder ist es etwa die Aussicht auf diese Pizza-Variante mit dem köstlichen Topping aus Cheddar, Müllschmand und ganz vielen Zwiebeln? 0. Q-Stunde einfach Ö-Portion ca. 1,40 Euro e Portion ca. 540 Kat. E 17 Gramm. F 29 GKH 50 Gramm i. I Paragraph i 2 F Klammer zu, Endzutaten für 4 Personen, 1 E 3 weiße und rote Zwiebeln, 6 Stiele Thymian, 1 Esslöffel etwas Buttersalz, Pfeffer i Pasks und Knull o, il r, ho, Blechplatz z a Teig kühlrigt z b Tante Fanny Klammer zu, etwas 1 4 el i 0 g et dar. Schluck 200 Gramm Schmand 1 Liter Q, N. El Gartenzwiebeln zu scharf, 8 dem Würzen 1 Esslöffel Honig zu den Zwiebeln geben D. Kurz karamellisieren, das stimmt sie milder, LZI-Enden schälen und in dünne Spalten schneiden, Thymian waschen trocken schütteln, Blättchen von den Stielen zupfen, 1 Esslöffel Butter in eine Pfanne erhitzen, Zwiebeln darin ca. 6 Minuten andünsten, mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. Pizzateig aus der Verpackung nehmen, auf einer bemehlten Arbeitsfläche entrollen, Backpapier entfernen und Teig wieder aufrollen. Cheddar grob reiben mit Schmand und Kümmel verrühren. / RZ-Ofen vorheizen, Klammer auf E bis H Erd, 180°C/Umluft, 160°C/Gas, S-Hersteller Klammer zu. Eine Springform, Klammer auf ca. 20 cm Elfetten und mit Mehl ausstäuben. Teigrolle in ca. 20 Scheiben schneiden, abwechselnd dachziegelartig mit Zwiebeln und Schmandmasse in die Form schichten, im heißen Ofen ca. 40 Minuten backen, herausnehmen und aus der Form lösen.